Willkommen! In diesem Video lernen Sie die Biografie von Comenius kennen, dem Begründer der Didaktik. Außerdem erhalten Sie einen Überblick über die wichtigsten von Comenius eingeführten Begriffe wie die Pansophie oder das Omnes, Omnia, Omnino. Comenius oder Jan Amos Komenský wurde 1592 im zur Habsburger Monarchie gehörenden böhmischen Südostmähren geboren, das heute in der Tschechischen Republik liegt. Sein Vater, der wie die Mutter früh starb, war Mitglied der böhmischen Brüder, einer am Urchristentum orientierten christlichen Religionsgemeinschaft, deren Bischof Comenius später wurde. Comenius wurde nach dem Tod seiner Eltern von der Gemeinde aufgezogen und besuchte ab 1608 das Gymnasium in Prerow. Ab 1611 studierte er Theologie, zunächst an der calvinistisch geprägten Schule in Herborn und ab 1613 in Heidelberg. In Heidelberg studierte er bei Alsted und übernahm von ihm Ideen für seine Pansophie. Aus den Schriften von Andrae, die als Gründungsschriften der Rosenkreuzerbewegung gelten, übernahm Comenius das Projekt der allgemeinen Verbesserung von Welt und Mensch. Comenius lernte auch die Schriften von Radke kennen, von dem er didaktische Ideen übernahm. Comenius wurde also christlich-theologisch ausgebildet. Dementsprechend wurde er 1614 Lehrer und später Rektor an der Schule seiner Bruderschaft in Prerow. Nun war schon das 16., aber auch das 17. Jahrhundert in Europa eine Zeit der Kriege. Der größte dieser Kriege, der Dreißigjährige Krieg, wurde 1618 durch den zweiten Prager Fenstersturz ausgelöst. In diesem Krieg verloren die böhmischen Stände 1620 die Schlacht am Weißen Berg. Als Folge der anschließenden brutalen Verfolgung Andersgläubiger durch die Katholiken musste sich Comenius mit seiner Familie verstecken. 1628 flüchtete er mit seiner Gemeinde in das polnische Lesno, hier ein aktuelles Bild, und wird dort Rektor des Gymnasiums der böhmischen Brüderschaft. In dieser Zeit schrieb er viel, unter anderem die 1631 veröffentlichte sprachdidaktische Schrift Janua Linguarum Reserata, die europaweit Aufmerksamkeit erregte, und sein für die Didaktik wichtigstes Werk Die große Didaktik oder Didacta Magna, die allerdings erst 1657 erscheint. Auch die Theologie der Pansophie formuliert er in dieser Zeit. Comenius wurde dann als Berater für viele europäische Herrscher tätig. 1641 geht er nach London, 1642 nach Schweden und 1650 nach Saros-Patak, wo er den Auftrag erhielt, seine Schulideen in die Praxis umzusetzen. Die Gründung der Schule gelang wegen erheblicher Widerstände nur teilweise. Dafür entstand mit dem Orbis Sensualium Pictus, dem wohl ersten gedruckten Lehrbuch, sein einflussreichstes pädagogisches Werk. 1656 geht Comenius nach Amsterdam und wird als Privatlehrer tätig. 1657 erschien mit der Didacta Magna das wohl erste System einer Didaktik, das von einer Darlegung der anthropologischen Prämissen bis zu inhaltlichen Details diverser Fächer reicht. Comenius stirbt am 15. November 1670 in Amsterdam. Comenius lebte vom 28. März 1592 bis zum 15. November 1670, also etwa in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Diese Zeit, die als Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit gesehen werden kann, war in Europa eine Zeit der Kriege und Umbrüche. Comenius war in erster Linie ein überzeugter Christ und Theologe. Ein Ausgangspunkt seines Denkens war die Erbsünde und die christliche Demut. Die Last der Erbsünde sollte der Mensch überwinden. Mit diesem Gedanken rückte Comenius die Zukunft in den Mittelpunkt. Das war für seine Zeit ein neuer Gedanke, der leitend für die Theologie der Pansophie wird. Seine theologischen Überzeugungen bestimmten auch sein politisches Denken. Politisch strebte Comenius das Ziel des Weltfriedens an. Damit verband er die Idee der Erziehung als öffentliche Aufgabe und als öffentliches Gut sowie den Gleichheitsgedanken. Der Gleichheitsgedanke stand auch im Mittelpunkt seiner pädagogischen Überlegungen. Dieser Gedanke kumuliert im berühmten Dreisatz des Comenius, dem Omnes, Omnia, Omnino. Omnes, Omnia, Omnino. Allen, alles, umfassend. Mit dieser Formel und seiner pansophischen Theologie wird Comenius nicht nur zum Begründer der allgemeinen Didaktik,
sondern auch zum Begründer der allgemeinen Pädagogik, die hier, ganz im Sinne der Pansophie, im göttlichen Willen zusammengedacht werden. Die Pansophie und das Omnes Omnia Omnino sind die zentralen Begriffe der Didaktik von Comenius. Ihr Einfluss war erheblich. Zum Weltfrieden hat dieser Einfluss allerdings nicht geführt, aber erfreulicherweise auch nicht zur Herstellung einer einheitlichen, die Welt beherrschenden Kirche, mit der die bunte Vielfalt des pluralen Denkens wohl eher einem einheitlichen Dogmatismus gewichen wäre.